Fehmarn. Lieblingsinsel vieler Deutscher. Ferienparadies mit Unterhaltungsprogramm. Das schätzt auch diese Frau. Beate Zschäpe im Sommer 2011. Was die anderen Sportler nicht wissen können, sie lebt seit 13 Jahren im Untergrund mit zwei Mördern. Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Zu diesem Zeitpunkt haben sie schon 10 Menschen ermordet. Auf Fehmarn entspannen sie in erster Reihe. Im Vorzelt, Kühlschrank und Staubsauger. Diese Aufnahmen entstehen ganz zufällig bei Dreharbeiten für ein harmloses Inselporträt. Das Kamerateam ist angekündigt und für alle Tanzenden gut sichtbar. Es wäre leicht gewesen, sich zurückzuziehen. Doch Zschäpe bleibt. Wie passt das zu ihrem Leben im Untergrund? Zwickau. Nachbarin Heike war eine enge Freundin von Beate Zschäpe. Sie spricht zum ersten Mal offen vor einer Kamera. Sie kannte Zschäpe nur unter dem Namen Lisa Dienelt. Von deren Doppelleben ahnte sie nichts. Im Jahr hatte sie seinen Mund. Bis 2008 lebte Beate Zschäpe mit den beiden Männern in diesem Haus. Sie besuchte ihre Nachbarinnen auch dann noch, als das Trio in einen anderen Stadtteil gezogen war. Und hier haben wir immer gefeiert. Wenn wir im Sommer hier draußen saßen, haben wir immer Tische und Bänke stehen gehabt. Und da haben wir dann immer gefeiert. Und da war Lisa dann auch immer mittendrin. Eines der letzten Fotos von Beate Zschäpe, aufgenommen im Mai 2011. Manchmal saß sie dreimal die Woche mit ihren alten Nachbarn zusammen. Mit Nachbarin Heike war sie 5 Jahre lang befreundet. Weil die war ja schon wie in der Familie drinne. Weil jedes Mal, wenn sie da war, das war wie Familientreffen. Da war nichts Fremdes, da war nichts. Es ist bloß eine Freundin oder eine Bekannte, die zu Besuch kommt. Es war schon mehr. Zschäpes frühere Nachbarinnen leben von Hartz IV und erziehen ihre Kinder alleine. Sie waren froh über jemanden, der einfach nur zuhörte. Also über sich hat sie sehr wenig erzählt. Sie hat halt sich mehr nach uns erkundigt, wie es uns geht und ob alles passt. Und habt ihr sie denn mal versucht auszufragen oder habt ihr sie überhaupt mal auch nach ihrem Leben gefragt? Also ich persönlich nicht. Ob wir einkaufen gegangen sind und hinterher Nudeln gekocht haben, ob wir unsere 2 Flaschen Wein getrunken haben oder eben alle zusammengesessen haben. Du bist da gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwelche Fragen zu stellen oder so. Da hatte die Freundin so nur gefragt, wie sieht es denn eigentlich bei deinen Eltern aus? Daraufhin hat sie, da hat aber auch wieder keiner richtig reagiert drauf. Da hat sie einfach nur sich dann ganz schnell mit das Kind dann eben beschäftigt. Also sie ist aus der Situation, bloß schnell raus aus der Situation und schon war das Thema wieder, na, ich kann dir dazu nicht weiter sagen. Und dann hat sie sich mit dem Kind beschäftigt und dann war Ruhe. In dieser Küche haben sie viele Stunden gequatscht, geraucht und getrunken. Zschäpes Handynummer bekamen die Nachbarinnen nie. Lisa besuchte sie immer unangemeldet. Die Morde finden sie zwar unvorstellbar, aber am Bild ihrer Freundin Lisa ändert das fast nichts. Egal, was jetzt ihr die Kripo alles festgestellt hat oder so, für mich bleibt sie die Lisa, die ich in Erinnerung habe. Juni 2004. Uwe Bönhardt mit einem Fahrrad, auf dessen Gepäckträger eine Nagelbombe montiert ist. Diese Waffe schiebt er in das Zentrum des türkischen Lebens in Köln, die Kolbstraße. Bönhardts Komplize Mundlos schiebt indessen die Fluchtfahrräder am Friseursalon vorbei. Eine Überwachungskamera zeichnet die Bewegungen der Terroristen auf. Dass diese Attentäter auch hinter einer beispiellosen Mordserie stehen, das wird erst 7 Jahre später klar. Die Bombe auf dem Fahrrad explodiert dort, wo an diesem Tag die meisten Menschen sind, vor dem Friseursalon. 22 Menschen werden verletzt.
Scheiben im Umkreis von 250 Metern zersplittern. 800 Zimmermannsnägel waren wie Geschosse umhergeflogen. Das sind so Nägel, die die so zusammengemacht haben. So. Also das kommt wie so ein Bumerang auf dich zu. Wenn sie das also reinbekommen im Körper oder irgendwas, weiß ich, zerfetzt das dann. So wurde das gemacht. Also ich habe das Glück gehabt, dass das bei mir hier vorbeigegangen ist. Es könnte ja auch reingehen und dann wird das zerfetzen. Obwohl Ermittler des Landeskriminalamtes anderer Meinung sind, ist sich Otto Schily, damals Innenminister der rot-grünen Regierung, sicher. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Zu diesem Zeitpunkt hat die Spurensicherung noch nicht einmal den Tatort verlassen. Aber schon am Abend des Anschlags werden die Telefone der Anwohner abgehört und die Verletzten vernommen. In ihrem Versteck bewahren die drei Zeitungsausschnitte zu ihren Anschlägen und Morden auf. Penible Buchhaltung. Ordentlich sortiert nach Jahr und Tat. Auf einem Ausschnitt zum Kölner Bombenanschlag finden die Ermittler später auch Zschäpes Fingerabdrücke. Beate Zschäpe ist wegen Mittäterschaft an 10 Morden angeklagt, wegen schwerer Brandstiftung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die hat sich dann die Große halt mitgenommen und hat da eine Zeitung geholt oder da Schokolade mitgebracht. Also war überhaupt nichts, dass da irgendwo. Also es war schon toll. Den Kindern in der Straße besorgt sie Süßigkeiten. Anderen Kindern nehmen die Terroristen den Vater. Ihr Vater war das erste Mordopfer. Da waren die Geschwister Semja und Kerim Şimşek 14 und 13 Jahre alt. Ich wurde von einem Tag auf den anderen erwachsen. Ja. Vorher war ich noch ein Kind, hatte Späßchen gemacht, hat gespielt und alles drum und dran. Und auf einmal war Schluss damit. Enver Şimşek wird von den Mördern überrascht, als er an seinem mobilen Stand Blumen sortiert. Er stirbt, weil er Ausländer ist. 2 Tage lag ich im Koma mit 9 Schüssen und 2 in den Kopf. Ein Auge von dem sah sehr schlimm aus, weil Kugel direkt durch das Auge gegangen ist. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Aber 2 Tage lag er da, um Abschied zu nehmen, denke ich mal so. Denke ich mir, der wollte einfach nicht weg. Am dritten Tag stirbt sein Vater. Wir wollten das sicherste Land sein. Wir wollten letztlich bei gerade schweren Straftaten eine Aufklärungsquote 100% haben. In Günter Becksteins Zeit als Innenminister haben die Rechtsterroristen 5-mal allein in Bayern gemordet. Die bayerischen Fahnder leiten die Ermittlungen und versagen. Von Beginn an laufen die Ermittlungen parallel, werden nicht zusammengeführt oder ausgewertet. 5 verschiedene Sonderkommissionen und 5 Landeskriminalämter suchen die Mörder. Eine frühe Bündelung der Ermittlungen durch das BKA scheitert auch an Becksteins Widerstand. Das mit Terrorabwehr befasste Bundesamt für Verfassungsschutz sieht bis zum Auffliegen der Zelle, Zitat, keine Anhaltspunkte für einen neuen Rechtsterrorismus. Die Behörde konzentriert sich in dieser Zeit auf die Bekämpfung des islamischen Terrors. Die längste Zeit leben Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe in Zwickau-Marienthal. 9 der 10 Morde begehen sie, während sie hier leben. Die Pullenstraße war schon bevor wir die schlimmste Straße in Zwickau. Keine Ahnung warum. Und jetzt sind wir ja die Terrorzelle. Die Nachbarn interessieren sich wenig für das, was außerhalb ihres Viertels geschieht. Diese Morde, die waren ja auch bekannt als Dönermorde. Ne? Habt ihr das überhaupt mitbekommen damals? Also ich nicht. Ich gucke Nachrichten und so einen Scheiß. Nö.
Nicht wirklich. Es ist die Welt ohne Fragen, in der sich die Terroristen sicher fühlen. 20 Schusswaffen horten sie zuletzt. 3 davon liegen durchgeladen und griffbereit im Wohnbereich. Mindestens eine der Waffen hatte Zschäpe offenbar selbst entgegengenommen. Im abgebrannten Haus liegen auch 1600 Patronen und 2,5 Kilo Sprengstoff. Seine Fahnder wissen derweil einfach nicht weiter. Währenddessen arbeiten die Neonazis an einer Liste von 10.000 möglichen Anschlagszielen. Darunter auch Asylbewerberheime, Politiker, Journalisten. Sie spähen Ziele aus, bereiten Fluchtwege vor. Kurz nach Auffliegen der Zelle erinnern sich diese Zwickauer Nachbarn, wie unsichtbar die Männer waren. Die waren halt jeden Tag, von früh bis abends waren die am Computer und haben gespielt. So hat sie es uns erzählt. Die Frau hat immer gesagt, ihr Freund, der arbeitet bei dem Vater mit in so einer Computerwerkstatt oder Computer, hier für Computer macht er irgendwas. Und alle beide Männer würden dort drin arbeiten und da bräuchte sie nicht arbeiten gehen. Die waren auch immer im Hintergrund. Die hast du auch nicht mit im Hof gesehen oder jetzt mal länger draußen mit jemandem quatschen. Die sind raus aus dem Haus auf die Fahrräder, guten Tag, ganz leise, so ganz normal. Und dann waren die wieder fort. Im Juni 2006 fahren die Männer nach München, um den Griechen Theodoros Bulgaridis zu erschießen. Sein Bruder spricht regelmäßig Totengebete für Theo. Zusammen mit seiner Ehefrau. Erst Wochen nach dem Mord wird die Leiche nach Griechenland überführt und die Polizei lässt den Bruder an den Tatort. Da war ja noch die Blutlache von meinem Bruder da unten, wo er so gefallen ist. Und ich habe die ja so weggekratzt, also mit der Spachtel. Es war so eine Blutlache von 1,50 Meter Länge und Breite. Und da haben wir dieses Blut an diesem Baum vor unserer Haustür, haben wir das, sag ich mal, reingelegt. Und wir gehen oft, wenn wir, weil wir gehen mit meiner Frau oft spazieren, wir gehen oft vorbei und besuchen unsere alte Straße. Von Beginn der Mordserie an glauben die Ermittler, die Täter kämen aus dem Umfeld der Toten. Auch Gavril Vulgaridis fühlt sich als Verdächtiger, so als habe er mit dem Mord an seinem Bruder etwas zu tun. Ich wurde auf irgendeine Art und Weise zum Täter gemacht. Mit der Art und Weise, wie man mit uns da umgegangen ist. Also man hat uns verdächtigt. 10 Monate später in Dortmund. Der nächste Mord. Eine Zeugin beobachtet Männer mit Fahrrädern. Sie beschreibt sie später als Junkie oder Nazi-Typen. Interessant ist, nur die Junkie-Beschreibung geben die Polizisten weiter. Mehmet Kubaschek ist das 8. Opfer durch die Ceska. Er ist Deutscher. Darauf ist er stolz. Die Ermittler glauben, er habe mit Drogen gehandelt und musste deswegen sterben. Dabei hatte Kubaschek einen gut laufenden Kiosk. Die trauernden Angehörigen werden durchleuchtet, ihre Wohnungen durchsucht, ihre Telefonate und Kontobewegungen unter die Lupe genommen. Seine Tochter Gamze, damals 20, hat sich den Namen ihres Vaters Mehmet Kubaschek tätowieren lassen. Wenn man sich überlegt, wenn der Vater von heute auf morgen nicht mehr da ist und man hat diesen Schmerz und einen Tag später wird man dann mitgenommen zur Wache und man wird am Tag, am Stück 6 bis 8 Stunden vernommen. Also ich weiß gar nicht, wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich das geschafft habe.
Auch die damals 14-jährige Semja Schimschek wird immer wieder vernommen. Ihr Vater arbeitete sich einst vom Hilfsarbeiter zum Blumengroßhändler hoch. Und wieder. Der Vater soll Drogen geschmuggelt haben. Die Ermittler versuchen offenbar, die Familie mit erfundenen Geschichten zum Reden zu bringen. Eine finde ich sehr, sehr grausam. Und das ist, was man meiner Mutter angetan hat. Dass man sie sehr lange verdächtigt hat und wie man mit ihr umgegangen ist. Zum Beispiel, dass man wirklich ihr erzählt, dass mein Vater eine andere Familie hat, um einfach das Vertrauen kaputt zu machen. Der Mutter von Semja Schimschek haben die Ermittler das Foto einer fremden Frau vorgelegt. Dann hat man ihr gesagt, ja, kennen Sie diese Frau? Und sie sagte, nein, kenne ich nicht, das war eine blonde Frau. Und ja, das ist die Geliebte von ihrem Mann. Sie hat auch zwei Kinder und ja, sie lebt halt in Nürnberg. Es war nicht seine Geliebte. Die Angehörigen der Opfer haben eine Ahnung. Die haben mich dann zum Schluss gefragt, was denken Sie denn endlich, wenn Sie schon nicht Ihren Mund aufmachen? Dann habe ich zu denen gesagt, für mich ist das ein ausgetickter Nazi, der durch die Lande reist und die Leute runterstreckt. Und das war der erste Gedanke, wo ich gesagt habe, okay, das muss einen rechtsradikalen Hintergrund haben und nichts anderes kann ich mir vorstellen. Gamze Kubaschek erzählt einem Ermittler von ihrem Verdacht. Da sagte er, nee, also wir haben keine Beweise, das können wir nicht sagen. Und dann habe ich mich zu ihm umgedreht und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, das können Sie nicht beweisen, aber dass mein Vater wahrscheinlich Drogen genommen hat oder was mit der Mafia zu tun hat, und das fragen Sie mich bei jeder Vernehmung. Ich habe immer daran geglaubt, dass die Polizisten mir helfen wollen oder mir glauben wollen, aber wenn ich heute daran denke, dann war das nicht so. Dabei hat Innenminister Beckstein schon früh denselben Verdacht. Handschriftlich notiert er an den Rand eines Zeitungsartikels zu einem der Morde: Bitte berichten. Ist ein ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar? Seine Ermittler sagen, darauf gäbe es keine Hinweise. Es hatte nichts an Spuren gegeben. Und damit passt ja eigentlich nicht zusammen, dass man etwas demonstrieren will, dass man Terror lebt davon, dass er was über die Gewalt hinaus erklärt, und das ist im Bereich der NSU nicht erfolgt. Es waren 9 Opfer mit Migrationshintergrund. Das ist doch schon mal eine Botschaft. Und alle haben, das war am Arbeitsort von denen, das ist auch schon mal eine Botschaft. Und es gibt keinerlei Verbindung zwischen den Familien. Das ist auch schon mal eine Botschaft. Die Täter leben unbehelligt in dieser Nachbarschaft. Da waren die unten im Keller und haben ihre Räder geholt. Da bin ich gerade runter und wollte gerade so zur Haustür raus. Und da habe ich das dann unten mit gehört. Die müssen sich halt die Waffen holen noch. Und dann würden sie richtig loslegen und sowas. Und was dachten Sie in dem Moment, worüber die reden? Ja, das sind halt die Computerspiele, mit den Computerspielen hier und mit dem Zeug. Aber dass die halt dann richtiges Zeug oder so, davon hatte ich da keine Ahnung. Diese Brutalität, mit der die Täter vorgingen, auch dieser Schlag, ist nicht typisch für einen Banküberfall. Mit mehreren 1.000 Euro Beute machten sich die beiden Männer auf Mountainbikes aus dem Staub. Mundlos und Böhnhardt begehen 15 bewaffnete Raubüberfälle. Die Männer bedrohen Bankangestellte, schlagen zu. Einen Auszubildenden, der sich den beiden in den Weg stellt, schießen sie nieder. Er überlebt. €600.000 erbeuten sie insgesamt. Beate Zschäpe verwaltet das gestohlene Geld. Zeugen berichten, sie begleiche die Rechnungen, sei auch im Urlaub fürs Bezahlen zuständig. Immer in bar.
Auf Fehmarn kostet ihr Lieblingsstellplatz mit Caravan mehr als 800 Euro pro Woche. Hier bleiben sie auch mal 5 Wochen am Stück. Sie treiben Sport. Mundlos ist Surfer. Bönhard nimmt die Kinder anderer Camper zu Bootsausflügen mit. Abends kocht und grillt das Trio mit anderen Urlaubern. Von dem geraubten Geld leisten sie sich auch mal einen Inselrundflug. Dann lasst ihr die Arme raus. Die Angehörigen der Opfer brauchen jetzt Hilfe vom Staat. Ihre Väter waren erfolgreiche Kleinunternehmer, zahlten Steuern. Jetzt sind sie tot. Es ist ja so bei den türkischen Familien. Mein Vater war ja der Mensch, der das Geld, das Brot nach Hause gebracht hat. Und auf einmal hat er gefehlt. Und da waren wir dann komplett abhängig. Und man ist noch Kinder. Und das war schon eine sehr schwierige Zeit damals. Das ist das erste Mal in meinem Leben wusste ich, was es heißt, arbeitslos zu sein und abhängig vom Staat zu sein. Also das waren wir ja noch nie. Mehr noch. Reißerische Schlagzeilen stigmatisieren die Opfer weiter. Dönerkiller, schreibt beispielsweise die Bild im April 2006. Da sterben so viele Leute und Schlagzeile Dönerkiller. Keine Ahnung, ist mein Vater Döner? Das ist mein Vater kein Mensch. Was ist das, du Dönerkiller? Das ist mir den Leuten irgendwie egal oder so. So sehe ich das. Journalisten greifen auf, was sensationell klingt. Im Milieu kursieren die wildesten Gerüchte. Von Blutrache wird gesprochen, Bandenkrieg und Schutzgelderpressung heraufbeschworen. Der Gedanke an eine größere kriminelle Organisation ist zwar spekulativ, aber die Ermittler können auch so etwas nicht ausschließen. Es riecht nach organisierter Kriminalität und die ist ein verschwiegenes Gewerbe. So wird über ihren Vater berichtet. Und Nachbarn fangen an, den Spekulationen zu glauben. Das war die schrecklichste Zeit für mich. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr raus, weil ich die ganze Tuschelei nicht mehr hören konnte, weil es wurde ja nur schlecht geredet. Dieses Umdrehen und ja, da muss doch irgendwas sein und das hat er bestimmt gemacht. Er war bestimmt ein Mafia oder er hat Drogen verkauft oder Drogen genommen oder was alles so Negatives berichtet wurde. Nach dem 9. Opfer gibt es 2 Demonstrationen. Beide organisiert von türkischen Vereinen und den Angehörigen der Opfer. Damals thematisiert erstmalig auch eine Partei die Mordserie im Bundestag in Berlin. In einer kleinen Anfrage an die regierende Große Koalition erkundigt sich ein Abgeordneter der Linken nach dem Ermittlungsstand. Haki Keskin stammt, wie die meisten Opfer, aus der Türkei. Er hat Erfahrungen mit Rassismus und eine Schublade voll mit Drohbriefen. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, vielen Briefen, die man im Jahrzehnte lang immer wieder bekommen hat und bekommt. Er will von der Regierung wissen, ob sie mehr über die Motive der Täter wisse. Ob Bundesbehörden eingeschaltet werden, ob Schutzmaßnahmen für türkische Geschäftsleute geplant seien. Es ging ja um die 9 Morde. 9 Menschen, unschuldige Menschen, sind getötet worden. Wir wussten nicht, warum, wieso, von wem. Und da wollten wir Antworten haben. Die Bundesregierung antwortet, sie sei nicht zuständig, nehme deshalb nicht Stellung. Es lägen ihr auch gar keine Informationen vor. Die Angelegenheit ist gar nicht ernst genommen. Mehr noch, ins Lächerliche gezogen. Na, was soll's? Der Abgeordnete XY fragt uns was. Das können wir einfach mit dieser banalen Antwort ad acta legen. Wo hat es bei uns
an Integration gefällt. Also wir sind 40 Jahre hier, wir sind mehr Deutsche wie Griechen. Was kann uns jemand, was kann da jemand uns vorhalten? Wir als hier Geborene, wir sagen, wir gehören zu Deutschland. Aber man sagt nicht, die Migranten, die hier geboren sind, die gehören zu uns. Das will man nicht wahrhaben. Die Täter haben einige ihrer Opfer fotografiert. Einer lebte da noch. Beate Zschäpe verschickt diese Propaganda-DVD nach dem Tod ihrer beiden Freunde. In Zwickau wissen die Nachbarn nun, dass ihre Freundin angeklagt ist. In dieser Runde saßen sie oft mit ihr zusammen. Hier war sie eine von ihnen. Deshalb kann man die ganze Aufregung auch nicht verstehen. Herrgott, Alter, 10 Morde und das hat sie und eine Polizistin umgebracht und ach du Scheiße und das noch. Das ist für mich nichts. Ey, die Leute sollen aufhören, so einen Scheiß zu labern. Das trifft einfach eh nahe. Ich kenne die Frau jahrelang und es tut weh. Vielleicht war sie einfach nur so dabei. Nur so dabei. Dass ihre Freundin eine Terroristin war, können sie sich nicht vorstellen. Dass jemand in Deutschland Ausländer erschießt, schon. Hättet ihr euch vorher vorstellen können, dass sowas in Deutschland überhaupt möglich ist? Und nee. Dass die in Deutschland hier. Ja. Warum? In Deutschland ja. Weil es genug Leute gibt, die Ausländer nicht so mögen. Mhm. Wir wollen es mal nett ausdrücken. Aber dass wir natürlich so eine Freundin haben, haben wir natürlich auch nicht geahnt. Nun wissen Sie, welche Taten Ihrer Freundin Beate Zschäpe zur Last gelegt werden. Dennoch, Sie unterscheiden zwischen guten und schlechten Rechtsextremen. Klar sind da welche dabei, die haben einen Knall weg. Also die, so erreichen sie nichts. Aber es gibt auch welche dabei, die sind da friedlich und versuchen, ihre Ziele bloß durchzusetzen. Es gibt ja auch ruhige, friedliebende, ne, sage ich jetzt mal. Was jetzt? Rechtsextreme. Ne? Die hören zwar die Musik an und vertreten diese Meinung, aber da denkt man halt auch nicht, dass die da irgendwann mal irgendwo eine Waffe ziehen und da einen abschießen. Andere hier gehen noch weiter. Ich bin jetzt keiner, der Adolf Hitler verehrt oder Rudolf Hess oder was weiß ich. Ich finde, Ausländer, Griechen oder Sonstiges, die herkommen, sich ihre Existenz von null aufbauen und dann ihre Sache machen. Arbeiten gehen bis zum Kaputtnick. Arbeiten gehen, bis nichts mehr geht. Das finde ich in Ordnung. Top. Aber Menschen, die hierher kommen, im Asylheim wohnen, da einen Geldantrag stellen und da einen und dann kriegen sie alles in den Arsch geblasen. Solche Menschen hasse ich, ganz ehrlich. In der Runde leben einige von staatlicher Unterstützung. Die Hinterbliebenen werden nun wahrgenommen. Als Opfer. Es ist die dritte Einladung nach Berlin. Der Bundespräsident empfängt. Es sind Versuche, etwas wieder gut zu machen. Ein weiteres Zeichen: Die Familien bekommen heute Entschädigungen vom Staat. Finde ich absolut asozial. Es gibt andere Menschen, die Schlimmeres erlebt haben, weitaus Schlimmeres. Und dann kriegen die da halt alles, ne? Und ich sage mal, wir haben ja nicht mal irgendjemanden gekriegt, der da mit uns drüber redet, wie wir das überhaupt. Ne? Ich meine, wir mussten ja auch irgendwo alleine damit fertig werden und uns hat es ja irgendwo genauso betroffen und selbst auch getroffen. Ich war auch in der deutschen Schule, ich war im deutschen Kindergarten, ich habe deutsche Freunde gehabt. Das war unsere Heimat und ist es immer noch. Das ist meine Heimat und darauf stehe ich und ich gehe nicht weg. Also das kann jeder vergessen. Ich bin hier tief verwurzelt und es ist mir auch so von egal. Also Deutschland ist meine Heimat, fertig, aus. Und jeder, der sich irgendwie fühlen sollte, nein, ich bin hier nicht willkommen, bla bla bla, soll diese Theorie komplett vergessen. Hier sind wir geboren, hier sind wir aufgewachsen und
Deutschland gehen wir einfach auch nicht her. Nicht wegen irgendwelche kranken Leute, die was weiß ich was denken.